Hallo, Dieter und Schüssel, hat's zu Endzone. Wir waren gestern dabei, ein neues Feld zu bauen, und zwar ein Maisfeld, weil wir das gefunden haben im Gewächshaus. Gott sei Dank, dass wir ein neues Ding haben. Ach so, deswegen, ich kann es nur so hoch bauen. Da ist ja auch bloß so hoch. Okay, dann machen wir jetzt 16 mal 16 Fädel wieder her. Dann werden wir schon mal vorsichtshalber mindestens einen Bauern dazu. Und dann, da hatte ich sogar noch, wo ein Gebäude, Wasser war das, Bewässerungszeug. Ich habe schon gemerkt, es hat Sinn, wenn wir das da irgendwie herbauen. Dann bauen wir da eins her. Da eins her. Das ist der Großteil davor schon mal. Großteil schon mal gemacht. Dann müssen wir da bloß einen Weg abreißen. Da wollte ich das her, da, gell? Das ist so groß, ne? Genau. Das ist so groß. Dann macht man das so. Ich schaue mal, wie weit man da eigentlich kann. Oh, wir haben ja schon durch mit der Forschung fürs Lagerhaus. Okay, also Logistik ist jetzt nicht allzu viel. Aber dann darf ich mal schauen, was wir noch machen können. So, vor allem die Dinge mal so. Jetzt muss ich mir vorstellen, das sind lauter Sachen, die muss man eigentlich erst erforschen. Elektrische Wasserpumpe. Findest du schon, dass es bloß so wenig Elektrizitätszeit gibt? Immunität, Verteidigungsmaßnahmen, Wissenstransfer. Rohrsystem. Das da ich mal machen. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Du gehst wieder auf Metall, du gehst auf das. Genau, dann haben wir wieder alle vier Sachen. Dann können wir da schön weitermachen. Da können wir jetzt halt das herbauen. Das ist auch sehr wichtig. Also das mit den Wasserdingen ist halt sehr wichtig. Ich weiß halt auch nicht, kann man mit dies da abdecken? Ich weiß es nicht. Ob das geht, dass man die abdeckt. War aber ganz cool eigentlich, aber... Instant da. Ja, hat schon viel Leid da, gell? Wenn wir nichts zum Dorn haben. Ja, die kann ich glaube ich nicht. Ob da. Die haben einfach wirklich Wildschweine züchten, ne? Wirklich, oh, das ist das Falsche. Da ist der Jäger. Immer ein Reh auf Lager. Obwohl ich gesagt habe, ihr braucht es ganz einfach. Okay. Kann man die freilassen? Das ist die andere Frage. Scheint nicht. Was ist das da irgendwo? Kriegt man irgendwo ein Reh? Nicht, gell? Hm. Ist ein bisschen schade, aber ne. Was das mich eher wundert. Das sind Abholzen und auf da. Hm. Ja gut. Anbaufeld. Das da. Das ist schon mal dies. Hier wird der Mais gepflanzt. Doch kommt auch noch gleich mal ein fettes Lagerhaus her. Da wo nichts drin ist, außer was haben wir da? Kohl, Mais,
Und so komische Schauwurzel haben wir da, gell? Früher später, wir hätten für jedes ein eigenes Lagerhaus haben, aber ich muss sowieso erst nur die ganzen anderen Sachen auch noch opfern. Dass da nichts eingelagert wird, was da kann. Daucode. Und dann können wir da natürlich auch richtig schön weitermachen. Ich fällt wieder mit toll, gell? Immer fällt mir toll. Da mit toll. Nee, da brauchen wir kein Metall. Die Sachen. Nur von dem. Mittlere Bewässerung. Da macht man das genauso. Mittlere Bewässerung. Genau. Da, da, da. Das ist mal. Es wird eigentlich nicht daran hindern, dass es das baut. Schaut im Schrott aus 800. Schaut richtig gut inzwischen aus, gell? So. Dann bitte mal dies fertig bauen. Einmal, dass das mal durch ist. Und dann können wir doch mal dieses nächste Ding abschließen, weil da kriegen wir eventuell eine neue Saat. Nee, das ist uninteressant. Pass auf! Ich bin so mal gespannt, was wir da kriegen. Hier können wir sehen, wie weit wir es bis jetzt noch doch geschafft haben. Ohne die ersten Pioniere wären wir nie so weit gekommen. Was haben wir jetzt da gekriegt? Dafür. Techniker. Muss man nur einen Techniker einstellen? Sehr gut. Es ist dir selbst überlassen zu entscheiden, ob du deine Munitionsfabrik tödliche oder nicht tödliche Munition herstellen lassen möchtest. Während tödliche Munition angreifenden Plünderern Schaden zufügt, sorgt nicht tödliche Munition dafür, dass ihre Moral sinkt. Ist die Moral der Plünderer am Boden, werden sie die Flucht ergreifen. Sagt für das nicht tödliche. Wenn tödliche Munition Schaden zufügt, nicht tödliche, dass ihre Moral sinkt. Ist die Moral der Plünderer am Boden, werden sie die Flucht ergreifen. Okay. Gleichwohl. Welche Art von Munition du herstellen lassen möchtest, darf eines jedoch nicht fehlen. Für die Produktion benötigt deine Munitionsfabrik noch etwas Minen, Schwefel. Alter. Schwefel kann in deinen Minen gewonnen werden. Weise dafür einfach eine deiner Minen an, in Zukunft Schwefel zu fördern. Spray zum Reparieren. Ah, Metall. Mach mal. Neue Technologie erforscht. Nee, stimmt doch gar nicht. Ach so, da haben wir jetzt die Mine da doch freigeschaltet. Aha. Aber. Verstehe ich nicht. Man muss nicht alles verstehen, gell? Trotz allem, die uns das nehmen, man doch länger den Weg legt. Bringen wir weiter zu in die Zukunft. Ja. Reichert jemand. Schauen wir mal. Es macht nicht viel. Wetter mit, das hier erhöht sich um 200%. Ja, genau, Alter. Was ist denn mit euch verkehrt, da, ey?
Fällt mir gerade ein, wir kampen einfach aus den Dinger nehmen und einen Filter ausschalten. Weil da wird so fei drin sein. Ja, mal mindestens 15 einstellen. Aber eher 20. Einmal mal das Doppelte einstellen. Da wir anfangs schon eigentlich so viel eingesteckt haben, dass das Limit einfach sehr hoch angesetzt war. Was? Also ja, das war klar. Ich frage mich immer nur, wie viel, dass ich da denk, muss ich dann, ich muss ja irgendwann muss ich ja vom Schrott wegkommen. Und wenn ich dann Schrott brauche für irgendwas, wie kriege ich denn dann nur Schrott außer? Kann nicht sein, dass ich für Heiser oder so Schrott brauche. Normalerweise müsste ich die Lager jetzt auch ausbauen können. Genau. Da war doch nur irgendwas. Da. Boah, war jetzt dann nur so ein. Hab ich nur Lager gehabt? Dies, dies. Dies, dies. Ich meine, da war nur eins gewesen. Aber ist nicht. Nö. Das finde ich schon wieder cool. Okay. Dann baut es mir aus und da wird es zeigen. Und wir haben uns unsere ersten Gräber mehr oder weniger, die wir belegt haben. Finde ich auch wieder interessant auf eine bestimmte Art. So, da, la. Dann schauen wir natürlich jetzt so immer Mine errichten. Mine! Muss ich wahrscheinlich in Berg einrichten, oder? Hä? So, das hat bestimmt einen schlechten Einfluss auf Dings. Auf irgendwas für die Sachen. Dann haben wir da gleich mal noch ein Lager her. Oder wie haben wir es da her? Dann nehmen wir da. Essen raus. Ist raus. Ist raus. Ist raus. Das können wir heranlassen. Rohmaterial. Was braucht er da? Kohle. Kohle, Schwefel. Okay. Dann brauchen wir Kohle. Dann können die ja gleich da rein rammen, wenn es ist. Ist gut für uns. So, was brauchen wir nun? Brauchen wir drei Minenarbeiter. Die können wir auch schon mal einweisen. Minenarbeiter. Hier haben wir fünf. Dann können wir schon mal wieder auf. Dann mal auf Werkzeug gehen. Ist man nicht alle auf Dings sitzen.
Zumindest habe ich auch geschaut, was da oben außer Kimmer ist. Lagerhallenruine. Werkzeug. Köhlerabzeichen. Köhlerabzeichen. Das ist interessant. Dann bitte, macht's mal bitte das und oh, die schaut noch. Schaut nach Krankenhaus aus. Jo. Ist es ein Krankenhaus? Da ist sogar Ambulanz davor. Oh, das Kartenende. Oh. Interessant. Ich frage mich noch manchmal, wo kommt man da Plünderer her dann auf einmal? Verteidigung. Braucht man unbedingt Metall. Das heißt, sollten wir. Das heißt, ich baue jetzt einen zweiten Sondierer. Also, Recycler. Eigentlich. Ich muss noch einen da haben, der wo dann richtig schön auf Metall geht. Da wir für den Hauptding kein Metall brauchen, sollte das kein Problem sein. Oh, das macht schon. Apropos, haben wir eigentlich schon im Mais gesehen, wie der ausschaut da? Interessant. Interessant. Also dies war sowas. Eine Raffinerie produziert aus Schrott parallel Metall, Stoff, Plastik und Plastik und wenn erforscht Elektronik. Produktionslinien können einzeln deaktiviert werden. Arbeitet schneller und effektiver als eine einzelne, Recycle. Stimmt, die Raffinerie ist besser, aber kostet um einiges mehr wahrscheinlich. Das kostet ja 16,30. Oh, und braucht Strom. Dies ist sowas. Ach so, du kannst dann während Sandstürme das finden. Dies ist natürlich dann wieder ein bisschen interessanter. Aber okay. Okay. 400 hat 5%, 800 und gingen 8000 eine. Oh, das ist bloß so 50% ausgelaufen. Oh, das ist perfekt. Das ist perfekt. Dann können wir nämlich, wenn wir schon dabei haben, dann wir das Produktionslimit auf 100 auf. Das ist schon wieder. Keiner mehr da. Das da habe ich eigentlich pausiert mal. Und das habe ich nie gemacht. Weil wir da ein Ding haben. Benötigt Metall, ne? Ja. Warum bist du kontaminiert? Aus welchem Grund bist du kontaminiert? Bro. Also ich tue da extra nur Ding rein. Und du kontaminierst die. Das Wasser ist sie doch kontaminiert? Nee. Ist auch nicht. Ist? Auch nicht. Wir sind die uns. Das ist nicht mal kontaminiert. Warum ist dies kontaminiert?
dass das die Kontamination oder ausgeht. Latz ist aus. 300 pro Saison. Ich finde es zwar schwierig zu ermitteln, wo säge ich, wie lang eine Saison ist. Ich war schon alles Siedler. Top. Nicht toll. Wir können ja eigentlich zwei Herren arbeiten. 80 Wasser und Kohle. So. Du jetzt nochmal kontaminiert bist, hey. Vorteil durch Bildung, gebildete Erforscher. Möbelhaus. Baumeisterabzeichen. Techniker, Sanitäter, Schrottsammler, Schneider. Wenn wir dann so einiges finden. Oh, das ist ein Gewächshaus wieder. Das war natürlich mega, so ein Gewächshaus. Was brauchen wir eigentlich für dies? Metall braucht man dafür. Aha. Schaut zum Strom aus. Ich sag's eigentlich beim Strom irgendwo oh, wie viel das ich insgesamt verbrauch. Ich glaube nämlich nicht, gell? Genau daneben haben, gell? Wird das easy going gehen? Diesmal noch nicht verbunden. Sind wir verbunden. Gespeicherter Strom ist auch da. Baldige Dürre, obdachlose Siedler. Oh, wir haben schon wieder obdachlose Siedler. Apropos, ich habe nicht geschaut, ob man. Wow. Ernsthaft? Ich möchte es wieder komplett verarschen, oder? Jetzt habe ich eigentlich schon, ja, 20.000 Essen, 10.000 Essen. Und ihr habt es wieder, Ding. Mehr. Komm schon. Kann nicht sein, dass es doch voll beendet. Wasserträger. Schon wieder ein bisschen Schwachsinn. Ist denn diesmal fertig? 100 Jahre. Jahr. 96 Schrott. Gut. Schwefel produziert. Dann kriegen wir 20 Leute dazu. Also ich verstehe es nicht, was er da nicht versteht. Lass mich doch bitte mal mit den ganzen Leuten in Ruhe. Ich brauche keine. Ich hab das sehr gut unter Kontrolle. Echt. Ich verstehe das aber irgendwie auch nicht, gell? Der Mech gefühlt immer mehr und mehr und mehr.
Und dann sagt irgendwann so, ja, du musst jetzt das und das bauen. Dann kommt da... Kommt jetzt nur Unterkunft her. Da kann jetzt erst... Da war es noch 50 einer. 25. Da war es dann erst Stoppi die eine. Okay, da war es dann immer Stoppi die eine beim Ausbauen. Relativ gleich viel Platz, also dann passt das besser. Oh, mal so. Okay, dann waren wir noch mit zwei Unterkünften, da haben wir da 50 Leute unterbringen. Da vermehren sie ja nicht, aber ich habe jetzt halt dann einfach 40 oder 20 mehr, als wie wir eigentlich hätten. Schaut so ein Mode aus. Oder schaut okay aus. Oh, das ist echt ein wirklich gutes Spiel. Also diese Sachen, was du alles einstellen kannst, was du schauen kannst, finde ich echt gut. Das war ein komischer Mais, gell? Machen wir mal das Expeditionsfenster auf. Der ist noch nicht wieder weg. Der ist auch noch nicht wieder weg. Okay. Haben wir gerade keine Arbeitskräfte? Ist auch okay. Ist auch okay. Ja, die müssen damit leben. Ist der Friedhof eigentlich... Minus-Ding? Nee. Meine ich nur einen Totengräber? Ja. Sanitäter. Frage, hat der ein Sanitäter-Abzeichen? Hat der Sanitäter-Abzeichen? Nope, hat er auch kein Sanitäter-Abzeichen. Nein, ich möchte einfach nur das Fenster dazu machen. Forschung. Forschungsutensilien. 5. Wollen wir gerade auf gefunden werden, desto mehr Technik können sie in der Forschung. Was? Ja, wenn du nie nichts egal, nur irgend sowas finden kann. Aber ich sage mal so, lasst mir die jetzt erstmal da noch bauen. Und ja, wow, Batterie ist leer. Crazy. Dann braucht man noch Batterien, Strom, Energie, Speicher. Bauen wir dann nochmal zwei Batteries. Dann bauen wir da einen Weg wieder. Oh, da ist schon ein Weg, aber da nicht einer. Genau. Oh, das schaut schon. Ich finde dieses. Das, ich weiß nicht, so. Auf der Ding war. Es war jetzt schon cool, wenn du jetzt irgendwie schauen kannst. Du kannst den Ohren reinschauen. Unter denen sei Sicht durchschauen. Schnell ein Schneiderabzeichen. Bewässererabzeichen. Kühler. Vor allem, weil du einfach hieß, jedes Ding kriegst.
Ich will, kriegst für äußere Abzeichen, gell? Also, da braucht man Medizin. Da braucht man ein Minending-Abzeichen. Das ist eher ein Schrottsammler. Ja, gehen wir mal dabei. Da. Nimm mal noch den Siedler mit. Ich glaube, ich brauche mal einfach mehr Wasserträger, kann das sein? Fällt mir jetzt gerade so auf. Das war vielleicht mal was, gell? Hier ist noch Siedler. Mit die noch mit. Ich habe gerade geschaut, was ist so. Ja, das ist ja ein 8. Reihe, oder? Auf zum Bahnhof! Auf zum Bahnhof. Ich hoffe, dass da was Gescheites dort ist. Ich hoffe. Ja, was bei dem Bahnhof ist, werden wir dann erst morgen sehen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da und wir sehen uns morgen wieder. Also, habe dir die.